Ja, dann würde ich sagen, sie wäre bereit. Eure Ritter werden sich bei Garlas Malatar sammeln und auf euch warten. Ruft alle zusammen, die ihr für würdig haltet. Nicht alle, die diese Hallen betreten, werden zurückkehren. Jene, die im Dienst der Neuen fallen, werden auf ewig in den Hallen ihrer Väter weiterleben. Ich wünsche euch Glück bei eurer Mission, Kreuzritter. Wir verlassen uns auf euch. Seid gegrüßt, Hi. Kommandant. Dann macht euch mal ein Oh-Oh. Ich habe schon gesehen, sie hat keine Krone. Ritter, erlaubt, dass ich mich vorstelle. Ich bin Brelin von Silvinar, zu euren Diensten. Ich bin gekommen, um mich als Ritter im Dienst Auriels anzubieten, oder Akatoshs, wie er in Cyrodiil genannt wird. Ich habe nur meine Geschicklichkeit mit der Klinge anzubieten, die nicht unerheblich ist, und meine Verehrung für unseren Herrn Auriel. Wollt ihr mich akzeptieren, so unwürdig wie ich bin? Ich fühle mich geehrt, dem Orden unter eurem erlauchten Kommando beizutreten. Entschuldigt mich, ich muss ins Waffenlager gehen und mich ausrüsten, wie es einem Ritter der Neuen zukommt. Dann macht das, Mann. Er betet am Schrein. Schön, dass wir uns treffen, Ritter. Die beiden Nord sind zum Beispiel auch nicht. Die haben auch keine Krone. Es werden einige draufgehen, glaube ich. Ach, ich habe vergessen, dieses blöde Ding zu verkaufen. Stimmt. Das mache ich nochmal eben schnell. Nein. Dahin wollte ich. Danach reisen wir zu der Basis unseres Feindes. Vernichten werden wir ihn wahrscheinlich nicht. Das schaffen wir heute nicht mehr. Aber beim nächsten Mal werden wir ihn vernichten. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch die Main Quest zu machen. Ich wiederhole es gerne nochmal. Die Main Quest steht kurz vor der Tür. Das Warten hat sich also für die meisten von euch gelohnt, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt. Und ich habe vergessen, diese blöden Handschuhe abzulegen. Verdammt nochmal. Nochmal zum Eiszackturm. An die habe ich jetzt gar nicht gedacht. Aber vielleicht kriege ich ja noch den dritten Veränderungszauber in Gange. Das wäre doch mal was. Auch wenn extrem viel Mana frisst. Ne, es sind die Waffen. Harnisch, Handschuhe, da sind sie. Die hier meine ich. 212, trotzdem. Okay. Eigentlich brauchen wir den Streikkolben nicht, aber ist egal. Haben wir eben beides bei uns. Da hinten ist er. Krenheim. Kennen wir ja auch die Geschichte. Ja, natürlich. Oh, Helden nur. Ich töte sie, nehme ihnen die Pfeile und das Knochenmehl ab, aber mehr auch nicht. Ich lasse sie ausnahmsweise mal mit dem Bogen liegen. Weil wir brauchen sämtlichen Platz für die Ruine. Haben wir also noch nicht entdeckt gehabt, siehst du? Macht nichts. Akrobatik hat sich nochmal verbessert. Da stehen sie. Ich habe Garlas Malatar erreicht. Mein Todfeind Umaril, der Ungefiederte, erwartet mich drin. Als letzte Aufgabe bei meiner heiligen Mission muss ich ihn finden und vernichten. 8 Ritter stehen da. Seid gegrüßt, Ritter. Könnte ich mal bitte... Wäre doch eigentlich ein geiles Thumbnail, oder? Eigentlich cool. Kann ich nur jetzt leider nicht machen. Aber egal. Seid gegrüßt, oh Scheiße, die können alle sterben. Nur er nicht. Kommandant. Kommandant? Ja, Kommandant? Er ist der Einzige, der nicht sterben kann.
Ich stehe bereit, Kreuzritter Fürst. Sollen wir Garlas Malatar angreifen? Der Einzige. Ritter der Neun. Umaril und seine Auroraner müssen vernichtet werden. Weil er unser Hauptmann ist, wahrscheinlich. Unser Offizier. Für die Neun. Ich kämpfe nur gegen den Anführer mit den Sachen des Kreuzritters. Alles andere würde keinen Sinn. Oh nein, eine prächtige. Okay, die nehmen wir mit. Aber die haben wir nämlich nicht. Die prächtige haben wir leider nicht. Die haben wir wirklich nicht. Scheiße. Na gut. Rein mit uns. Auf in die Schlacht. Wir sind zu allem bereit, ich weiß. Diese Auroraner werden gegen die vereinten Kräfte Achtung, der Ritter... Umaril, die Auroraner greifen an! Die Neun. Oh! Och, Mensch! Warum stellen die sich mir auch alle in den Weg? Reihenweise, mit purer Lebensfreude dabei. Achso, der war noch gar nicht tot. Ich dachte, der wäre tot. Ich lasse ihn da einfach liegen. Ja, der ist bestimmt tot, ne? Ja, denkst du. Der lebt noch. Tapp bitte nicht in irgendwelche dummen Fallen. Tut mir den Gefallen. Jetzt haben sie auch den deutschen Namen. In den Kapellen hatten sie immer den englischen. Das gibt's nicht, ey. Der schleudert mich durch die Luft, als wäre es das Normalste der Welt. Und da ist dann schon einer gestorben. Okay, es sind schon ein paar mehr gestorben. War aber klar, dass das passiert. Und unser Offizier ist bewusstlos. Alter, was sind die mächtig. Ja, das ist halt der Nachteil, wenn die Gegner hochgelevelt sind. Und wie wir ja wissen, leveln die sich leider mit uns mit. Das ist der Nachteil, Freunde. Aber ich finde, die ähneln einen gewissen anderen Daedra, den wir noch zu Gesicht bekommen werden. Ach Leute, Rot in Frieden. Mensch. Wer ist denn das? Das ist der. Ach, das sind die beiden Nordbrüder. Wir sind anscheinend alle gestorben. Super. Und er schafft es noch, meinen Offizier bewusstlos zu haben. Ja, super. Totale Blamage eigentlich gerade. Wie oft will der mich noch durch die Gegend schleudern, sag mal? So, jetzt steh endlich auf und hau ihn einen in die Fresse. Ja, oder auch nicht. Meine Güte. Tja. Wow. Das sind nicht viele. Knapp die Hälfte hat überlebt. Wow. Das ist bitter. Knapp die Hälfte. Eieieiei, aber was soll's. Verluste lassen sich leider nicht vermeiden. Es ist nun mal so. Ich kann's nicht ändern. Er ist natürlich Weltklasse, wenn sich alle direkt auf einen stürzen.
Und Lars kann es einfach nicht lassen zu looten dabei. Ja, so sieht's aus. So sieht's aus, Freunde. Na, dann bin ich mal gespannt, wie viele am Ende noch am Leben sind. Es dürften nicht viele werden, wenn wir so weitermachen wie bisher. Alle für die Neuen. Ritter der Neuen, Kreuzer der Zeit gewinnen, damit er die Kugel zerstören kann. Möge es denn da gnadige Lehre. Kein Grund, sich schlecht zu fühlen. Niemand lebt ewig. Best. Warum wollt ihr nicht sterben? Eieiei, da sind das viele. Und da ist eine Barriere im Weg. Na supi. Seht ihr das? Da ist eine Barriere. Deswegen die Kugel. Wir müssen die Kugel zerstören, damit wir durch die Barriere kommen können. Ich hab die doch gar nicht getroffen. Alter, wie viele das einfach sind. Tja. Und jetzt stehen wir einer Übermacht gegenüber. Warum wollt ihr nicht sterben? Komm herauf und kämpfe, du Feigling! Ja. Der Einzige, der noch lebt, und der spuckt hier mit großen Tönen. Super. Zeigt mir, was ihr da habt. Wenn ich Pech habe, bin ich auch gleich tot. Sie kriegt so auf die Fresse, aber sie steht nicht auf. Er ist sowieso der Einzige. Folgen uns die Viecher. Ja, super. Das hätte ich mal vorher wissen sollen. Ja, war klar. Ich kann meine Rüstung nicht reparieren. Okay. Dann legen wir jetzt los. Jo. Damit sind sie alle hinweggefegt, ja? Es ist so komisch friedlich. Na, dann gucken wir mal. Ein Skillbuch? Oh ja. Einmal für euch. Oh, ich sehe gerade über 4 Stunden. Ich bin jetzt gerade mal ein bisschen schneller, entschuldigt. Wir haben schon nach 3, ey, scheiße. Aber ich will die Quest unbedingt noch fertig kriegen. Sind das jetzt seine normalen Krieger? Ja. Natürlich ist er das nicht. Feigling.
Es ist eigentlich totale Verschwendung, jetzt schon anzutreten damit. Aber man sieht, wir halten dadurch besser Stand. Also der Unterschied ist beträchtlich, wie man sieht. Und die kriegen gut eins auf die Nuss. Wir zwar auch, aber die erst recht. Ja, war klar. Schöner Salto übrigens. Da kommt er, glaube ich, gleich. Unser Feind höchst selbst. Kann ich meine Waffe aufladen? Habe ich irgendwie einen Seelenstein oder sowas? Klein. Naja. Besser klein als gar nicht. Ah, das ist schon besser. Okay, die Waffe ist voll. Gut. Los geht's. Da ist er. Das ist also der Gefiederte. Man kann amita abasel, Umaril. Oh Gott, ist er einfach. Ja, genau. Ich habe die physische Form von Umaril zerstört. Wenn der Prophet mir die Wahrheit erzählt hat, muss ich mir jetzt selbst den Segen von Talos erteilen. Dann kann ich dem Geist von Umaril an einen Ort folgen, wo er zerstört werden kann. Umarils Schwert. Umarils Schwert entfernt. Warum ist es entfernt worden? Das finde ich nicht gut. Wir werden uns gleich den Segen von Talos geben. Wir werden das Add-on also tatsächlich noch beenden. Na, dann bin ich mal auf den Kampf gleich gespannt. Ihr mit Sicherheit auch. So. Wo haben wir es denn? Segen der Acht. Da ist es, Segen von Talos. Dann wollen wir mal, Freunde. Auf nach Oblivion mit uns. Zerstören wir ihn. Asma Balani al Yatsinzo. Abadayante. El Nadaya. Eingesprochen übrigens von denjenigen, der auch die anderen Dunmer und so weiter einspricht, also die ganzen Elfen. Boah. Das war's. Er ist besiegt. Umaril ist endgültig vernichtet. Ich habe meine heilige Mission beendet. Kreuzritter, erhebt euch, steht auf und erblickt das Licht. Atmet wieder und erhaltet eure Belohnung. Ihr habt eure göttliche Aufgabe erfüllt. Ihr habt den Orden wiederhergestellt. Ihr habt den Feind der Neun bezwungen. Der Orden soll als Schwert und Schild der Neun dienen in den dunklen Zeiten, die uns bevorstehen. Wir sind euch zu Dank verpflichtet. Euch ist das gelungen, was uns versagt blieb. Ihr habt eure Sache gut gemacht und eure Ritter ebenfalls. Endlich sind wir vom Fegefeuer erlöst. Nun werden wir im Jenseits dem Ruhm der Neuen in deren Heerscharen dienen. Ihr könnt unsere Geister herbeirufen, wenn ihr uns braucht. Betet einfach an unseren Grabstätten, dann wird euch jeder von uns eine Gunst von den Neuen gewähren. Möge euer Schwert alle Tage eures Lebens den Neuen dienen, Kreuzritter. Leb wohl. Und was ist mit dir? Ihr habt meine Seele vor dem Bösen gerettet, das mich umgarnt hatte. Dafür stehe ich auf immer in eurer Schuld. Die alte Erbitterung, die mir im Leben so wichtig vorkam. Was ist sie nun? Wie kann sie gegen meine Seele aufgewogen werden? Tja. Die Ritter der Neuen stehen erneut Seite an Seite. Ich hätte es nicht für möglich gehalten,
Wir stehen tief in eurer Schuld. Er ist dem Bösen verschrieben. Ich nahm das Schwert mit mir ins Reich des Bösen. Ihr habt uns beide gerettet. Die Götter lächeln angesichts solcher Taten, edler Ritter. Das Böse ergriff Besitz von mir. An jenem Tag, an dem ich Sir Caius auf den Stufen der Priorei erschlug. Ich hetzte ihn auf, da ich seinen Jähzorn kannte, und dann tötete ich ihn, als er die Waffe gegen mich zog. Ich habe ihn kaltblütig umgebracht, und das mit dem heiligen Schwert. Ich hätte ihn entwaffnen oder verwunden können. Doch ein kalter Stolz hatte mich gepackt, und so erschlug ich ihn, zog in den Krieg und kehrte niemals zurück. Das Böse gewann immer mehr Macht über mich, bis ich grausam wurde. Ein tyrannischer Herrscher, ein Schrecken im Land. Und im Tod hielt mich das Böse noch enger umklammert als im Leben. Dank euch liegt all das hinter mir. Sir Caius und ich werden Seite an Seite nach Aetherius reisen, wie in alten Zeiten. Die Götter sind wahrlich gnädig. Tja. Möge euer Schwert immer treffen. Auf Wiedersehen. So, die Rüstung hat uns gute Dienste geleistet, jetzt brauchen wir sie nicht mehr. Ja, das war's für die Rüstung. Die hat ausgedient jetzt. Wir legen jetzt wieder unsere normale Rüstung an. Wir werden die Rüstung gleich an ihren Ruheplatz verlegen, wo sie jetzt auch bleiben wird. Und Freunde, das heißt, ab der nächsten Session geht's dann los mit, na, ihr ahnt es sicherlich richtig, mit der Main Quest. Es gibt noch ein paar Dinge zu klären und dann war's das. Alle Reliquien ablegen. So sieht's dann aus. Oh, die Truhen sind prächtig gefüllt hier, wie ich merke. Da ist nichts. Das ist die eine Truhe hier. Und hier sieht man vor allen Dingen, ne? Das ist auch hier ein geiles Fenster. Der Kampf zwischen Weißplanke und seinem Gegner. Richtig geil. So, dann gehen wir jetzt raus. Wir werden nämlich gleich im Empfang genommen, soweit ich weiß. Achso, meine Waffe. Jetzt haben wir zweimal die Waffe von Umaril. Auch nicht schlecht. Ja, Bug-Using, ne? Und so. Oh Mann. Da kommt er angelaufen. Kreuzritterfürst, wie kann das sein? Ihr seid am Leben? Es ist ein Wunder. Ich hörte Stimmen in der Krypta und ich kam, um nachzuforschen. Ihr seid in Garlas Malatar verschwunden. Nach der Schlacht suchten wir im Inneren der Ruine und fanden euch neben Umarils Leiche. Euer Körper war unversehrt, doch ihr war tot. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ihr habt nicht mehr geatmet. Wir haben euch in der Krypta zur letzten Ruhe gebettet. Wir hielten euren Tod geheim. Wir hatten Angst vor dem, was geschehen würde, wenn unsere Feinde erfuhren, dass ihr tot seid. In der Tat. Wir wussten, dass es euch gelungen war, Umarils physische Gestalt zu zerstören. Aber es schien, als hätte euch dasselbe Schicksal wie Pelinal Weißplanke ereilt. Sagt, wurde Umaril vernichtet? Er ist vernichtet. Ich habe nie an euch gezweifelt, Kreuzritter. Aber ich muss den anderen sagen, dass ihr am Leben seid. Dann lauf los. Herrlich. Ja, jetzt sehen wir auch nochmal die Schmiede hier zum letzten Mal. Ne, im fertigen Zustand. Und ich bin auch im fertigen Zustand. Wohlgemerkt. Ach ja, wir gehen gleich raus und dann, ja, stimmt. Wird das Ende eingeläutet. Von dem DLC bzw. Add-on. Ja, so kurz ist das Add-on. Aber mein Gesamtfazit werde ich später abgeben. Auch zu Knights of the Nine. Gut, dann gehen wir raus. Horcht, Ritter der Neun. Heute haben wir einen unleugbaren Beweis der Kraft und der Macht der Götter gesehen, denen wir dienen. Im Kampf gegen den schrecklichen Umaril gefallen, wurde der Kreuzritter durch die Gnade und Barmherzigkeit der Neuen wieder zum Leben erweckt. Wie kann das sein, fragt ihr? Was ist mit unserem Feind? Was ist aus Umaril, dem Ungefiederten, geworden? Umaril wurde vom Kreuzritter erschlagen. Sein Geist wurde in die Leere verbannt und endgültig vernichtet.
Er wird sich nie wieder erheben. Lasst uns den Neuen danken. Durch ihre Macht hat der Kreuzritter die Welt für immer von Umaril befreit. Hoch lebe der Kreuzritterfürst! Jetzt hat er auch keine Krone mehr. Ritter der Neun, Ritter der Neun, Ritter der Neun, Ritter der Neun, Ritter der Neun. Ja, bitte? Ja, weil die anderen leider alle gestorben sind. Aber Freunde, ja, das war's mit der Quest von Knights of the Nine. Damit ist das Add-on abgeschlossen. Mehr wird da nicht mehr passieren. Ich werde jetzt noch ein paar Sachen verkaufen. Dann gehen wir zum Eistagturm. Und dann, Freunde, wie gesagt, bleibt uns nur noch die Main-Quest. Und vielleicht noch ein paar Nebenquests. Wir verkaufen nur vom Besten. Was darf ich euch anbieten? Die behalte ich auf jeden Fall. Eine von denen kannst du gerne haben. Weil zweimal brauche ich die Waffe bestimmt nicht. Die kannst du auch gerne haben. Das kannst du haben, das brauche ich auch nicht. Und zwei von den Hammern kannst du haben. Der Rest wandert alles in den Turm. Und danach, Freunde, geht's in der Main Quest hoch. Ich weiß, ich wiederhole mich, Entschuldigung. Wir haben es aber auch schon ziemlich spät. Es ist jetzt gleich 20 nach 3 morgens, ja. Ich weiß. Wo andere schlafen, nimmt er auf, ja. Aber ich gehe auch gleich schlafen, so ist es nicht. Ich wollte das einfach unbedingt aufgenommen haben. Und jetzt bin ich glücklich. Jetzt brauche ich nur noch die Main Quest mit euch zusammen zu machen. Und dann noch Shivering Isles. Und dann, Freunde, ist Oblivion durch. Tatsächlich. Man glaubt es kaum, aber es ist so. Zweihändig, habe ich mir gedacht. Rein mit dir. Genauso auch die Waffe. Rein. So, die Pfeile dann. Und schon sind wir wieder so schön leicht, herrlich. Ja, das mit den Daedra, das wird auch nicht viel einfacher, ne? Das kann ich auch schon mal sagen. Also, das wird auch ein Hammer. Das wird auch eine Hammerschlacht werden. Ich weiß, wie gesagt, auch immer noch nicht, ob ich alle Oblivion-Tore machen werde oder nur manche. Ich glaube sogar, ich werde tatsächlich nur manche machen und nicht alle. Das wäre mir, glaube ich, auch ein bisschen zu viel. Und für euch wahrscheinlich auch. Mal gucken. Da war das. Da kommen die Edelsteine rein. Wie der hier. Der. Nein, nicht der Skelettschlüssel. Verdammt nochmal. Wo ist der Skelettschlüssel? Danke. Den werde ich schön behalten, den Skelettschlüssel. So, die Seelensteine. Jetzt haben wir auch tatsächlich mal welche verbraucht. Aber auch nur, weil ich die Waffe brauchte gegen ihn. Man hat ja gesehen, der ist so schnell runtergegangen. Halleluja. Also der ist schneller gefallen als seine Krieger. Ist auch interessant. Der Herrscher ist schwächer als seine Krieger. Aber da kann man mal sehen. Der ist nicht geskriptet worden, dass er sich mitlevelt. Den hatten sie wahrscheinlich auf ein gewisses Niveau. Und dann haben sie gesagt, da bleibt er. Jo. Das war sein Verhängnis jetzt letztendlich. Aber wie gesagt, so gnadenvoll werden die Daedra zu uns nicht sein. Und das Schöne ist, der böse Kreuzritter, der gemordet hat, ist auch hier bei seinen Kameraden. Die können jetzt alle zusammen an der Tafel sitzen und gemeinsam schmausen und feiern und erzählen und weiß der Geier was noch alles. Die Sache ist erledigt und Sir Amiels Schlüssel verirrt sich auch in mein Inventar. Sehr schön, was soll's, wiegt eh nix. Freunde, ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Das war Knights of the Nine. Das ist beendet und beim nächsten Mal geht es dann endlich los mit der Main Quest von Oblivion, dem Grundspiel. Und ich sage nun einfach, ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer, wenn ihr mir es gucken werdet. Vielleicht auch sogar eine gute Nacht, falls ihr es nachts gucken solltet. Ich sage nun einfach, euer Lars sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen.